an. Ich hab was an. Was denn? Das ist gut. Ich hab was an, das ist gut. Scheiß Pinguin hier drin, die gehen mir so auf die Eier, ey. Geh ich mir auch auf die Eier. Du bist sogar kleiner als die Pinguine. Nein. Wo sind denn hier die ganzen Unterwasser? Wie ist das Eier gelegt? Du hast ja den Frosch gar nicht ausgeräumt. Der hat ja nur 16 Zementpaste gehabt. Ja, ich hab ja direkt erst gestern einfach so rausgemacht. Ohne eiskalt irgendwas zu sagen. Bam. Jump. Wo ist die Kuh eigentlich? Okay. Die Kuh? Achso, irgendwo. Wo ist die Kuh? Was macht die Kuh? Mu. Wir müssten mal gucken, Kuh, wie die Kuh, wir... Kuh, wir kommen. Entschuldigung, ich sag schon nichts mehr. Nee, ich bin gerade rückwärts am Fahren. Deswegen piept's. Passt da so schön. Wo ist die Kuh? Wo ist die Kuh? Wer hat die Kuh geklaut? Ich musste lachen, weil du ihm immer, wie grandios du ihm immer jedes Mal ins Wort gefallen bist, wenn er anfangen wollte, was zu sagen. Guter Junge, gut, oder? Aber wie breitbeinig man steht, wenn man den reitet. Guck mal, guck mal. Na. Ja. Damit die Eier schön baumeln. Du hast du jetzt eine Foundation dabei? Ja, hab ich. Hat der... Drop it like a tart. Ich will mal ganz kurz gucken, wie du das meinst, dass man da, sag ich jetzt Probleme da hat beim Bauen. Ich weiß, ich mach's nicht hier. Nachher packt es wieder irgendwo durch. Was hast du denn für eine Foundation gecraftet? Eisen. Ja, ich habe erstmal nur, ich glaube, 4 Stück so reichen auch von der Länge her. Ich glaube, beim Pronto müsste er auf 6 gehen, aber bei hier reichen 4. Ist ja genau wie beim Boot. Was geht noch? Guck mal. Du siehst doch hier den mittleren Streifen. Ist das der mittlere? Ist der mittlere? Nee, der ist auch nicht genau in der Mitte. Der ist voll, der ist versetzt. Ist die genau die Mitte dieses hier, wo ich gerade stehe. Diese Mitte hier? Ja, kommt nicht ganz hin, aber ungefähr. Du siehst doch hier diesen mittleren Finger, den habe ich dir extra. Oh, ist das irgendwie die Übermüdung von Seti, warte. Steckt an. Ich hab ein bisschen geschlafen, ein bisschen. Ich habe ein bisschen geschlafen, hä? Ja. Also geschlafen. Oh. Öltiere, Öl, ganz, oh. Dann setzt du mal die Foundations. Damit ich noch die Scheiße gemacht habe, oder was? Genau das, und ich kann... gibt's ganz einfach einen Trick, ne? Baust du Thatch Foundations und ersetzt es dann später mit Metall, ne? Ist immer auf sichere Seite. Nein. Mit Metall und Schiefgesetz abweisen. Risiko, wir sind keine so Pussys wie du. Ja, dann halt nicht. The Pussys. Ich sammle schon mal ein paar Taschentücher für später. Biatch? Für danach halt. So, jetzt will ich nur noch mal gerne wissen, wie ich die Dinger hingelegt habe. Falsch, hätten wir mal gehört. Welche Dinger? Die Felder. Habe ich die. Oh man, die Pike, ey, die bringt ja gar nichts. Nice. Jetzt ist das Problem. Wie sitze ich denn da drauf? Jetzt kann man nur drauf sitzen. Man steht immer irgendwie drauf, wenn man rangeht, glaube ich. Das sitzt jetzt in der Foundation drin. Alter, was geht hier ab? Oh, Schock! Oh, ich kann da hin. Oh, ist gut. Guck
Guck mal, Hungry. Was nachgucken. Ist fast gerade, vielleicht ein Millimeter versetzt. Wenn ich jetzt reite, dann reite ich irgendwie in der Foundation. Ich bin nicht berechnet, dass ich jetzt so vorne dran stehe. Musst du hinten anfangen? Will ich nicht. Ich wollte extra vorne anfangen. Ja, weil mit extra Scheiße. Der sollte vorne nicht zu weit nach vorne gehen. Deswegen, der sollte genau am Rand der Foundation sein. Naja, bauen wir noch ein paar Metallfoundations. Kann auch eine Weile dauern. Weil sonst ist der eigentlich ganz gerade. Nur leider. Würde ich nicht mitberechnen, dass der jetzt eigentlich so gesehen, dass man da vorne noch sitzen muss. Aber. Sitzen tut er auch so. In der Foundation nur. Ja, ich glaube von hinten wäre besser gewesen. Ja, aber wer weiß nicht, wie weit wir nach vorne kommen. Ich wollte nicht so weit nach vorne machen. Mach du. Mal nochmal eine kraften. Warte mal, wovon du so abreißt? Wie schön das gewesen wäre, wenn es nur ein bisschen Fetch gekostet hätte und Holz. Hinten dran gesetzt, wie du das sagst, oder wie du das sagst, wäre ich nämlich hier vorne hier rausgekommen. Wäre ich hier genau rausgekommen. Hier. So? Mensch, ich habe hier gerade die Foundation noch in der Hand. Sind Kokos auch Prime Meat eigentlich? Nee. Fokus, okay. Fleisch. Wenn die hinten bündig gemacht hättest du hier vorne, glaube ich, genügend Platz gehabt. Kokos bringen auch manchmal Prime, doch? Hätte ich nur 4 setzen müssen, genau. Du wolltest auch nur 4 setzen? Ja. Reicht doch. So groß ist die Plattform nicht. Beim Bronto musst du 6 setzen, die ist länger. Hätten längeren. Setzen wir sie hier bündig. Theoretisch könnte man noch Rampen machen und nach unten noch eine Ceiling und dann kannst du sie da drauf setzen. Wobei das einen toten Winkel ist auch gut. Warte mal. Wo ist die Mitte? Okay. Im Schlangen habe ich jetzt keine Lust, nein. Also keine Lust auf Luftschlangen. Keine Luftschlange, also, ne? Hinten bündiges machen, ja? Ja. Schwer. Ja. Echt schwer. Oh, viele Höhle hier, dabei. Oh mein Gott. Komm mal, ich bin aus dem Killen raus. Wie führt ihr so? Das ist auch mal schön. Hey, wartet auf mich. Oh, ich hab noch was vergessen. Kickt denn da wie so ein Wilder? Was? Was? Brauchst du noch eine Foundation? Ich mach nur eine Foundation. Was? Aber erst muss ich noch was anderes machen. Fast bündig geworden. Fast. Klick. Mach's jetzt einen auf Kohle, oder? Beim Primeat sammeln, ey. Ja und? Da muss ich kämpfen mit Tieren, die wehren sich. Mit wehren sich? Ich mach grad Dirk seine Kuh hier oben klar. Was schüttelst du dir ein, oder was? Kommt auch kein Primeat raus, Alter. Das ist echt schlecht. Mit dem hat Prime-Sperma. Mit wem kämpfst du denn? Ich kämpfe mit Adelos. Und kann dein Adelos, kann der so oft zu hacken, wie du klickst? Oder würde es auch reichen, wenn du den Klick einmal aussetzen würdest? Nein. Der kann viel mehr hacken. Okidoki. Ich wünschte, mein Vogel würde auch hack machen. Einem Raptor verstehe ich's noch. Na, selbst für einen Raptor so schnell.
Aber klick, klack. Aua. Wo bist du, Grave? Und? So besser? Ist Ihnen das angenehm? So, ist er fein. Hast du fein gemacht. So gemacht. Wer ist gleichzeitig gelegt? Ja. Ich hatte doch hier mal ein Lagerfeuer aufgestellt. Oh Mann. Warum ist es weg? Was für Pfosten, ey. Sagen wir mal nichts dazu jetzt. Das heißt, Scheiße. Was ist passiert? Habt ihr euch verbaut? Nein. Wie schön das gewesen wäre, wenn das nur ein bisschen Thatch Holz gekostet hätte und Fiber. Hier ist kein Material. Also, haben wir uns verbaut? Nein. Wir haben uns ganz sicher nicht verbaut. Das ist auch die Frage. Wir haben es versaut, aber nicht verbaut. Ja. Wir haben beide gleichzeitig gedrückt und haben beide die andere übersprungen. Ich habe seins ersetzt, so gesehen, in der gleichen Millisekunde. Ja, ich liebe das auch, wenn du was setzen willst und du klickst links und dann macht es einen Millimeter nach links und ersetzt eine andere. Oder baut es woanders hin. Ja, das liebe ich ja auch. Da stehe ich voll auf. Dann habe ich schon angefangen, ne? Mindestens geil. So 4-5 Sekunden zu gucken, ob das auch bloß nicht irgendwie verrutscht. Und trotzdem passiert. Ich komme gleich. Haie ausgestorben, so jetzt, Ja, wenn du die mal alle vernascht. Jetzt? Nee. Ich habe nur einen gefunden vorhin. Und der kämpfte mit einer Schildkröte. Aber das blendet brutal hier. Mir doch egal. Du stehst im Weg. Dir doch egal. Warte mal, jetzt muss ich erstmal gucken, wie machen wir das denn schon? Noch mehr Öltiere! Hier hinsetzen. Oh mein Gott, bitte, ich bin überfordert, du musst hier alles killen. Was wolltest du denn gerade setzen jetzt? Die Plots. Achso, sollen die nicht. Kann man hier nicht mal noch eine Setting hinsetzen oder wie das Ding heißt? Und dann drauf auf? So, das ist ja, aber die können halt nur im 45 Grad Winkel schießen. Nach unten. Und wenn du das noch eine Ceiling hinsetzt, dann haben wir einen toten Winkel nach unten. Stehen. Oh, der hat den Clickmaster hier. Das sind hier die Emotes. Wozu macht der Junge eigentlich so viel Prime Meat? Nur weil das kann. Ich hätte auch gern mal so mum. Wollt ihr jetzt auch noch wissen? Wollte ich das Ding einfach mal in die Mitte und die anderen neben dran. Das wird schon irgendwie. Ja, heute im Fernsehen schon leiser gemacht, ey. Das geht heute schon das Ding. Beziehungsweise ich setze erstmal. Ne, ich mach's anders. Ich setz jetzt erstmal den Wassertank in die Mitte. Für ein Kanu. Warte. Musst du ihn unbedingt in die Mitte setzen und kannst ihn auch weiter nach hinten setzen? Alles nicht auf der Plattform setzen. Gerade oder weiter? Ja. Ah. Er hat schon sein erstes Fleisch gekriegt. Okay, Wassertank fällt da anscheinend eben da. Kannst du sagen, kann ich dir was? An Pro-Kibbel bringen? Weil ich die Metall... Oder weil ich hier keine auf die... Ja, könntest du vielleicht noch machen. Aber warum geht das wahrscheinlich auch nicht mehr. Wenn sich vielleicht bewegt? Nee, kann nicht auf eine Plattform gelegt geplatziert werden. Und was haben wir jetzt Level 3 gemacht? Haben wir doch auch sonst auf eine Plattform gesetzt. Ja, eben. Oh, jetzt habe ich die Kuh nicht auf eine Plattform geschlachtet, also, und weiß ja nicht wo. Auf eine Foundation würde gehen, aber dadurch, dass die Foundation auf einer Plattform steht, kann ich es nicht auf die das Plattform Fleisch ist. Machen. Das geht also gar nicht. Pisse jetzt hier, Alter. Du willst hier, glaube ich, in die Mitte setzen. Vielleicht kann ich nicht in die Mitte, vielleicht musst du in die Mitte von. Nee, ich kann es ja nicht auf eine Plattform. Wir sind hier gerade auf einer Plattform. Das heißt, geht extra nicht. Also geht das ganze System nicht, was wir so vorhatten. Ja, zumindest nicht mit dem Tank. Okay. Andere geht. Du musst mit dem Stein-Ding. Ja, ich habe halt einen Metalltank. Und das mit dem Stein würde funktionieren oder das würde auch nicht gehen? Nee, gar nicht. Achso, ist das schwul. Weiß ich, kann das aber schön. Moment, hier stimmt es jetzt aber mit der Mitte, oder? Ungefähr, ja. Mitte müsste ich eigentlich ganz genau gepeilt haben. Dürfen nicht ganz genau, aber fast.
Ja, das kommt hier hin, das ist um. Schade ist es trotzdem, dass man nicht die diese Pflanzen auf die Sending setzen könnte, dann sieht das ein bisschen. Warum kann ich das jetzt nicht platzieren? Nee. Ich finde es schön. Es ist. Genau, aber ich kann es nicht platzieren. Ach so. Gib mir mal eins. Aber Said, wenn ich mir nochmal den Gegenpart dazu holen sollte. Ja, halt hier in der Mitte. Alles klar. Dann komm ich drauf zurück. Dann links und rechts davon. In der Mitte, ja? Okay. Ja, also erstmal, ich würde halt erstmal einen in der Mitte hier platzieren. Boah, die sind aber riesig, ne? Ja, aber das passt trotzdem. Die gucken zwar ein bisschen raus, aber es geht trotzdem. Warum kann ich eigentlich auf der Foundation nicht bauen? Wir haben doch das eigentlich so eingestellt im Tribe. Ach, du meinst das? Okay. Gerade ein bisschen. Kann's ja auch nicht abreißen. Ich kann nur mein eigenes abreißen. Hat da wieder jemand am Tribe rumgespielt? Hä, das ist schon ewig so. Bist du sicher, dass die nachher rausgucken können, links und rechts? Weil die Mitte ist echt groß, ne? Probier's jetzt nochmal. Muss gehen. Ich kann's nicht bauen. Herr Graf. Hm? Sage ja. Kannst du jetzt nochmal probieren. Warum kannst du sie nicht bauen? Hm. Geht nicht. Ist scheiße. Geht gar nicht, nichts zu machen. Wie viel wolltest du insgesamt? Setzen? Sechs oder? Ja. Sechs. Vier würden da auch reichen, denke ich mal, oder? Ja, das ist ja gut, du musst ja trotzdem platzieren können. Ja, ich gucke jetzt mal, ob ich das vielleicht nur auf eine einzelne setzen kann. Ne, geht nicht. Hm. Geh nochmal? Ja, ich wollte gerade sagen, ich geb dir auch was. Verstehe ich. Ich guck mal ganz kurz, was mit dem. Vibe, Dingsbums. Bums-Dings. Locked Construction Ownership. Personal Owner. Tribe Owner. Was versuchst du denn da gerade mit dem Tribe? Ich sagte, der hat nicht zugehört. Hm? Bitte? Der Gref kann das schon. Habe ich doch schon gesagt. Nee, ging darum, dass man Items auch abreißen kann, wenn die. Ja, das kann er. Kann sie nicht platzieren, ich weiß nicht warum. Keine Ahnung. Hat nicht mal jemand gesagt, außer wieder Einloggen hat mal geholfen? Nee, das hat glaube ich nichts damit zu tun. Achso, ich dachte schon, nee, das hat ein Idiot gesagt, das gilt nicht. Das geht nämlich darum, dass. Ja, lass uns den dort. Dann reißen wir die Dinge halt wieder ab, wenn man es auf der Plattform machen kann. War teuer, aber was soll's. Oh, da sind zwei Mühlkühe. Warum sagen die? Oh, da sind sogar drei Mühlkühe. Warum sagen die denn nicht Bescheid? Ich hab doch gefragt, Mensch, wo seid ihr eigentlich? Aber nein. Keine Kuh sagt Bescheid. Oh, und ein ziemlich wilder Spino direkt daneben. Das ist mir
Obwohl, na gut, den können wir auch nebenbei ein bisschen. Wenn die Rotzien mal noch weggehen würde, könnte ich mal den Rest platzieren. Vielleicht nehmen wir auch erst den Spino, der gibt ja auch Prime Meat oder was. Oh, man kann sich auch nicht mehr auf den Sattel setzen, ne? Wir geben mehr. Da müsste der Tank jetzt auch wieder gehen, oder? Boah, Alter. Gleich mal. Komm, Vogel, das ist doch nicht jetzt dein Ernst hier, oder was? Oh, jetzt habe ich aus Versehen so einen Papagei gehackt, Alter. Oh oh. Das ist ja nicht das Problem, dann fliegen wir halt mal zu unseren Pflänzchen hier. Obwohl, der Vogel, der Papagei ist ja sowieso nicht so schnell. Schnell. Aber er kommt knallhart hinterher, ne? Bist du mit Janne? Ja. Oh, hier schon wieder. Viel lustiger ist, dass wir in der 7 sind. Wolltest du nicht mal gucken, ob du vielleicht doch den Tank jetzt setzen kannst? Nee, geht nicht. Geht auch nicht. Alter, wie viele Öltier ich krieg. Ich krieg. Boah, what the fuck. Ich werde mal was probieren. Vielleicht geht es nur mit dieser Kreuzung nicht, die ich da so machen kann. Wobei jetzt, ja. Ja, versuch mal einfach hinten zu sitzen. Ist ja jetzt nicht so schlimm, zu gucken, ob das gehen würde. Dann bist du gut. Vielleicht. Jetzt mal mit der anderen Leitung. Vielleicht geht das nur mit einer Straight. Ah, cool. Lass mich doch an. Oh, wir werden gestalkt von einem Hai. LOL. Tja, ist zu flach hier, da kannst du auch nicht schwimmen. Denk mir so schnell. Oh. Lecky. Lecky Schlecky ist es gerade. Haha. Schön zur Pflanze geflogen, ey. Oh, geil, nee, hab ich hingelegt. Kann ich nicht platzieren. Oh, yeah. Weil ich keine Verbindung zum Boden habe. Okay. Jetzt hab ich Prime Meat. Dammit. So, wenn mich alles täuscht, müsste das hier eh die Stelle sein, wo die großen Haie sind. Oh! Ich würde hinten vielleicht hier wirklich hinten noch frei lassen, wenn es geht. Dann hinten weiterbauen. Also die 4 Bereiche noch vollkommen aus. Und dann, nee. Und dann hinten noch irgendwas dran bauen, wo wir vielleicht irgendwie noch was drin haben, wie eine Kiste oder. Du musst aber erst eine Foundation wieder setzen. Hm. Ich glaube, du kannst nicht direkt an eine Plattform dran bauen. Zählt das eigentlich hier der Large Crop Plot? Hätte als ein Item oder ist es Dreck, weil es ein großes Objekt ist, als mehreres ein Item? Jedes Ding hat eins, der Industriekel ist auch noch eins. Uno. Und wenn der mal nicht groß ist, dann weiß ich nicht. Wiederum zählt der Mörser auch als ein Item. Obwohl der klitzeklein ist. Boah, was ist denn jetzt hier? Auf einmal sind hier wieder 2 Spinos unten noch. Mann. Naja. Oh, ich meine, ich könnte eigentlich beide klar machen, ne? Da kommt mehr raus als aus der Kuh. Wollen wir mal versuchen? Geh mit. Mach mal ein Touch-Teil. Ja. Ja. Hey, das ist eine super Idee eigentlich. Ja, ich hab gehört, dass es. Hätte dir erst mal vorher gesagt. Aber echt, der Zett ist voll der Penner, der sagt es nie vorher. Ja, ich hab gedacht, das ist zu pussy-like. Aber das Problem ist ja, wir haben ja eigentlich so gesehen ein einziges verbaut. Das erste. Haben wir ja nicht. Wer hätte gedacht, dass man plötzlich auf einer Foundation nichts mehr bauen darf? Wir wollten ja auf der Foundation ein Dings bauen, wie heißt das?
Ob es ein Setzkasten da für die Seeds oder irgendwas anderes, das ging nicht. Ja, wollte er nicht. Vielleicht kann man das generell nicht da drauf oder geht das auf die anderen Foundations? Keine Ahnung, ich versuche uns jetzt mal mit dem Patch. Ja, vielleicht, aber nicht an der gleichen Stelle, sondern. Ne? Du bist schuld, wenn man auf der Kugel rumhat. Oh oh. Oh! So. Use Item. Soll ich so weit wie möglich zurückgehen oder soll ich die einfach wieder bündig setzen mit dem Setz? Besetzkisten hier. Beten. Was? Wieso? Guck, das wollte ich noch versuchen. Guck jetzt, so. So, holen nach hinten weiter. Und dann könnte man sogar hier, entweder hier direkt Zug bauen, oder hier irgendwas anderes noch, also, obendrauf einfach ohne... Kleine Hütte. Also entweder ohne Hütte, also ohne Hütte, einfach nur so drauf bauen oder eine Hütte drauf. Also du hast ja gesagt, du wolltest auf dem Bronto eine Hütte bauen. Dann eigentlich wollte ich auf dem Bronto eine Holzhütte machen, ja. Genau, dann mach doch auf dem Bronto eine Holzhütte und dann machen wir auf dem hier. Gucken, was kann man denn hier sonst noch bauen? Wie der Dirk noch einen Generator mit Licht oder was? Dirk! Bitte. Du darfst ihn auch beim Vornamen nennen. So. Das ist, glaube ich, schon mehr Prime drin, als er verknusen kann. Das mit Edge sieht so hässlich aus, ne? Ich überlege gerade, ob man nicht hier Foundation so ein Sloped Roof machen könnte. Welches Dach. Und nochmal eine Ceiling dran und dann auf die Ceilings nochmal zwei Beete, dann hast du die weiter tiefer. Nach unten schießen. Also gerade so Abstufung halt. Du kannst an der schräge keine Ceiling setzen. Ja, oder keine Ahnung, was kann man. Ceiling kann nur an eine Foundation gesetzt werden. Und hoffentlich an eine Wand. Oder an der Wand. Und nur um ganz korrekt zu sein, hoffentlich an eine andere Ceiling. Könnt ihr jetzt noch eine Ceiling? Wo bist du gerade? Bist du gerade wieder weggelaufen? Ja. Dann könnt ihr die Ceiling noch eine nach links und nach rechts setzen, damit wir jetzt ein bisschen weiter nach draußen gehen wie Flügel. Wir hoffen, dass er dann fliegt.
irgendwas wollte ich. Erstmal Wasser. So. Dann, ach, ich wollte die Samen, genau. Oh, noch 4 Stück? Ja, ne? Ja. Fertilizer ist nämlich schon drauf. Unten sind die halt durchsichtig, die hier. Sie ärgert die sind Hauptsache das Ding blockt und schießt und macht tot alles. Brauchen erst noch ein bisschen Wasser. Muss ich noch Wasser holen? Es könnte auch mal wieder regnen. Dex, du bist doch draußen, warum regnet es nicht? Ich wundere mich auch, gerade, dass es heute mal nicht regnet. Jetzt wird es gleich passieren. Jetzt habe ich so gerade gedacht, das wird jetzt gleich anfangen zu pissen, wenn ich über Regen rede. Arnold? Außerdem muss ich immer ein Pipi, wenn du über Regen redest. Metall? Mhm, das ist schon ganz toll. Okay. Metall ist jetzt nicht. 15 Zementpaste.